Wenn du wissen willst, wo du in Assassin's Creed Valhalla alle Drenger findest und wie du sie besiegen kannst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht es um die Drenger, um die verlorenen Krieger von Ragnar Lothbrok. Und bevor ich euch zeige, wo ihr die findet und wie ihr sie besiegen könnt, hier mal kurz ein paar Infos, warum ihr das überhaupt machen solltet. Zum einen, es ist Endgame-Content, das heißt, ihr könnt es nach der Story machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr bekommt für jeden 2 Erfahrungspunkte und ihr bekommt mega gute Belohnung. Kommen wir einmal zur kleinen Vorab-Taktik. Ich empfehle wie immer hier den Skill dem Tod von der Schippe, denn so könnt ihr ausweichen, die Zeit verlangsamen und ordentlich Schaden machen. Ansonsten kann Hakenspeer aufspießen 2 noch sehr, sehr hilfreich sein, denn so könnt ihr, wie ihr seht, schön Damage machen, den Gegner an euch reinziehen und ordentlich mit der Axt zuschlagen. Und Sengender Schlag, also der Feuerangriff, ist natürlich hier auch sehr hilfreich, denn Feuer plus Haut verträgt sich nicht so gut und ich kann euch generell auch Odin Speer ans Herz legen. Habe ich schon mal ein Video zu gemacht, ist hier oben verlinkt. Macht mega Spaß und mega viel Schaden. Ansonsten bleibt noch zu sagen, das sind alles Drenger, das sind alles Kampfwikinger, die haben ähnliche Fähigkeiten oder sogar die gleichen Fähigkeiten wie ihr auch. Das heißt, diesen Flug der Valkyrie, den ihr gerne einsetzt, den können sie auch da auf jeden Fall drauf achten. Fangen wir also an mit Erik Treuschädel. Der befindet sich hier in Nordwege und zwar befindet sich der Kollege einmal hier in einer Höhle und je nachdem, wie schnell ihr ihn platt macht, werdet ihr auch sehen, dass er eben versucht, Äxte auf euch zu werfen und versucht dadurch Schaden zu machen. An sich ist aber auch er nicht allzu schwierig zu besiegen. Einfach mit den genannten Taktiken arbeiten und dann läuft das. Als Belohnung gibt es hier diesen Speer, der ist auch sehr nice, da könnt ihr natürlich noch einiges rausholen aus dem Angriff, wenn ihr den hochskillt und kritische Chance wird erhöht, wenn ihr von mehr als 3 Gegnern umgeben seid, ist auch mega gut einfach. Zumindest wenn ihr so drauf seid wie ich und andauernd euch im Nahkampf befindet. Für Thorin Fischhändler müssen wir zurück nach Englerland und zwar nach East Engla. Der befindet sich auf der Karte einmal hier und bei ihm ist eben wichtig, er kämpft mit 2 Speeren auf einmal und damit kann er extrem viel Schaden machen. Das heißt, wenn er euch erwischt, kann das sein, dass er euch aufspießt und einfach zusticht die ganze Zeit und ihr da erstmal nicht mehr loskommt. Da auf jeden Fall drauf achten, das kann auf jeden Fall gefährlich werden. Aber auch abgesehen davon ist er durchaus besiegbar. Und hier bekommt ihr als Belohnung einmal die Rune des leichten Geschicks. Da wird eure kritische Chance erhöht, je leichter ihr seid. Und einmal die Rune der unerschütterlichen Hast oder die Rune der unerschütterlichen Hinterlist. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber die andere würde mehr Sinn machen, denn hier wird bei fast voller Gesundheit euer Tempo erhöht und er greift hier auch ziemlich schnell an. Kommen wir dann einmal zu Nock Filler Glanzauge und zwar befindet er sich hier in Jofovecshire, einmal hier ganz oben am Aussichtspunkt. Da müsst ihr hin, da ist er und da könnt ihr kämpfen. War für mich jetzt kein langer Kampf, deswegen kann ich da auch nicht auf so viele Dinge eingehen, außer dass er halt die klassischen Wikinger-Angriffe, die er auch machen kann. Und auch hier bekommt ihr wieder eine Rune und diesmal ist es die Rune der Schlafabwehr. Und hier ist es so, wenn ihr 5-mal geblockt habt, löst ihr eine Schlafbombe aus und das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Kommen wir zu Gottfried Wohlgewand und der befindet sich ebenfalls hier in Jofovecshire und zwar einmal hier. Übrigens werden auch alle Drenger immer mit einem blauen Punkt markiert. Das heißt, die findet ihr auf jeden Fall. Auch das war wieder für mich ein relativ kurzer Kampf. Wie gesagt, alle Wikinger-Fähigkeiten. Einmal hat er irgendwie eine Axt vom Boden genommen und auf mich geworfen. Hat er extrem viel Schaden gemacht. Ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Die haben auf jeden Fall alle ein bisschen was im Köcher, was ordentlich Schaden machen kann. Und bei ihm gibt es als Belohnung die Rune der verketterten Wut. Und die gefällt mir richtig, richtig gut. Denn euer Angriff wird nach jedem Treffer erhöht. Das ist stackbar bis zu maximal 10. Und ich habe das auch direkt im nächsten Kampf gemerkt, dass das unglaublich gut war. Kommen wir dann einmal zu Skekjöt Rauschsucher und die befindet sich hier in Snottinghamshire und zwar einmal hier unweit vom Aussichtspunkt. Das Besondere bei dem Fight ist jetzt hier, dass ihr vorher so ein Gesöff trinken müsst, was euch irgendwie in so einen Rauschzustand bringen soll, damit ihr besser kämpfen könnt. Und dann ist auch das hier relativ leicht erledigt. Und von ihr bekommt ihr dann als Belohnung einmal die Jägerrune und einmal die, keine Ahnung, Rune. Und da ist es so, dass beides Mal euer Fernkampfwiderstand erhöht wird. Einmal, wenn ihr hier Gegner aus über 20 Metern trefft und wenn ihr eben Gegner mit Abschlüssen trefft. Für mich beides nicht relevant, weil Fernkampf nutze ich so gut wie nie. Aber für die Fernkämpfer unter euch auf jeden Fall interessant. So, für den letzten der 6 Drenger müssen wir wieder nach Nordwege. Und zwar befindet sich der Kollege einmal hier oben. Es handelt sich hierbei um Orvik Nimmertod und der ist tatsächlich ganz schnell für immer tot, denn der ist an der Klippe und ihr könnt einfach Hakenspeer aufspießen nutzen und ihn da runterziehen. Ich denke auch, dass das so gewollt ist. Es ist einfach ein Witz, der Typ. Der ist Stärke 370 und ist innerhalb von einer Sekunde tot mit seinen 2 Schilden. Der erzählt euch auch noch, dass es sein Fluch ist, dass er niemals sterben kann und, ne? Mich hat es unterhalten, aber trotzdem schade, dass dann halt irgendwie die Kämpfe alle so kurz waren. Und als Belohnung bekommt ihr dann eben hier die Rune der Gifthinrichtung, allerdings
Allerdings habe ich die nicht im Inventar, warum auch immer. Wird irgendwie ein Bug sein und wird eben eure Giftangriffe verbessern, beziehungsweise damit im Zusammenhang stehen. Sorry dafür auf jeden Fall. Ansonsten könnt ihr mir mal gerne eure Meinung dalassen, ob ihr die Drängerkämpfe auch zu leicht findet, weil ich finde schon, das ist schade. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen und das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.